Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Beaver und heute darf ich euch mal ganz kurz vorschlagen, was euch zu Weihnachten wünschen könntet. Also, eigentlich brauche ich ja nur den hier machen. Tada, ganz viele Blaster, sucht euch irgendwas aus. Einfach nur so Augen zu, irgendwo Hand, tada, ich möchte den Blaster haben. So könnt ihr natürlich mit euren Eltern auch durch den Toys R Us durchgehen, ich möchte das, das und das haben. Aber da fehlt natürlich auch so ein bisschen die Struktur. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder auf euren Wunsch hin ein Wunschvideo über das, was man sich zu Weihnachten wünschen sollte. An Blastern. Fangen wir einfach an. Und hier haben wir einen Klassiker, nämlich den Laserpointer. Das hier ist eine Firestrike Elite XD, diese orange Version. Und ich weiß, das ist kein neuer Blaster, aber ich wollte ihn trotzdem nochmal empfehlen. Einfach nur, weil ich den neulich gerade nochmal bekommen hatte. Und der ist jetzt eben neu orange rausgekommen. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und schon damals fand ich den Blaster sehr geil, hat sich immer noch gut gehalten. Der Punkt ist nämlich, dass man solche Superblaster wie die Disruptor, auf die ich auch noch zu sprechen komme, was ja ziemlich mein Lieblingsblaster ist, die sind zwar schön groß und haben ordentlich Power, aber für Handblaster sind die auch viel zu groß. Das Ding hier passt auch noch in eine Hosentasche, wenn man möchte. Es hat definitiv fast schon doppelt so viel Reichweite wie eine Jolt, fast auf 30 Meter kommt die, vielleicht sogar noch mehr. Du hast einen Laserpointer eingebaut, wie bereits gezeigt, also eher ein Ziellicht. Im Dunkeln macht das total viel Spaß. Wenn man es nicht braucht, kann man die Batterien ausbauen. Es kostet einen absolut nichts dazu. Und man kann hier sogar noch zwei Pfeile reintun. Und der Blaster ist super genau. Wir haben ja auch ein tolles Zielsystem, nicht nur mit dem Ziellicht. Dementsprechend einfach nur ein richtig geiler Blaster und eine schöne Empfehlung so für zwischendurch. Wenn noch irgendeine Wunschliste abgerundet werden soll, mit sowas kann man immer anfangen. Gibt natürlich noch andere kleine Handblaster, die ich sehr empfehlen würde, zum Beispiel so eine Double Strike, aber die ist ja schon ziemlich langweilig, so wie sie ist. Wir haben ja hier so eine komische Modulus-Variante in einem Holster. Das gehört nämlich zu dieser Mediator XL-Variante. Da gibt es noch extra Anbauteile zur Mediator. Den Blaster selbst würde ich nicht unbedingt empfehlen, so für eine große Weihnachtsliste, aber das ist wirklich genial, weil du hast hier einen Blaster drin und gleichzeitig ist es eine Schulterstütze und ein Holster. Das heißt, egal wie man das schenkt, man kann da entweder noch irgendwo einen Blaster ranbauen oder man kann so in den Kampf ziehen und an sich ist das schon ein sehr guter Standalone-Blaster. Du hast hier nämlich einen sehr handlichen Griff, macht sehr viel Spaß zu benutzen. Du kannst zweimal dann da feuern, mit einer Hand. Auch für die Jüngeren geeignet. Richtiger Gentleman-Pistole. Ich persönlich stehe einfach drauf und würde das empfehlen. Auch hier wieder ein schöner kleiner Anfangsblaster, sogar mit mitgeliefertem Holster. Definitiv eine Empfehlung. Und so ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr denn nämlich ankommt von wegen, ja, jetzt habe ich die Schulterstütze von euch bekommen, Mama und Papa. Aber was ist mit dem Blaster? Da könnt ihr so noch irgendwie eventuell was erreichen, wer weiß. Aber was ich hier sonst noch habe, ist die Laufverlängerung von der Mediator XL-Variante. Die kann man alles einzeln kaufen, ne? Die sind nicht in einem großen Blasterpaket dabei. Du kannst die Mediator, die Laufverlängerung und die Schulterstütze einzeln kaufen. Das hier ist nämlich die Laufverlängerung. Die kann man hier entweder vorne ranbauen oder man kann sie eben auch wieder als eigenständigen Blaster benutzen. Als Laufverlängerung an sich ist sie recht groß, man kann es hier als Griff benutzen, aber wenn man das hier drückt und umdreht, macht man aus dem eigentlichen Laufteil einen Griff und man kann hier oben dann pumpen. Das ist eine Luftpumpe und damit ein sehr starker Blaster. Einfach nur daran gemessen, dass man gleich drei Pfeile auf einmal abschießen kann. Und die haben Kraft. Man hat hier nämlich gleich so eine sofortige Belohnung drin. Man kann sofort mit diesen Geschenken rumfeuern zur Weihnachtszeit, aber man kann sich später immer noch darauf freuen, neue Blaster zu bekommen und die dann daran zu bauen. Finde ich persönlich einfach schön, weil Vorfreude ist ja praktisch eine doppelte Freude. Und wenn man Vorfreude gleichzeitig ins Geschenk einbaut, finde ich persönlich einfach nur gut. Was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, ist hier diese Evader. Vielleicht ist es auch gar nicht richtig zu sehen, weil es ja schön durchsichtig ist. Hier ist nämlich das Tolle, wenn man sie auspackt, hat sie gleich eingebaute Batterien. Man soll nämlich im Laden schon mit diesem Blaster rumspielen können, von wegen, oh, der leuchtet ja richtig, das ist ja super cool. Deswegen sind schon Batterien drin. Das heißt, am Tag des Friedens und der Idylle und der Liebe, des Schenkens und so weiter, kann man dann sofort mit dem Blaster losfeuern. Das ist doch perfekt. Außerdem, wenn jetzt irgendein cooler Elternteil mit dem Modden sich vertraut macht und den Blaster aufschraubt, kann man natürlich auch schöne Weihnachtsblinklichter einbauen, statt diesem grünen Lichtchen hier. Also, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Ansonsten hat der Blaster ein relativ großes Magazin. Das ist eigentlich das falsche Magazin. Ich habe kein anderes durchsichtiges gefunden auf den ersten Blick. Wir haben 12 Pfeile drin. Ist auf jeden Fall der Punkt. Wir haben eine schöne leuchtende Laufverlängerung. Ich persönlich finde den Blaster vollkommen in Ordnung. Und man kann auch eine Menge rumbauen. Schulterstütze, Laufverlängerung, anderes Magazin. Hier unten noch eine Tactical Rail, hier oben. Eigentlich ein geiler Blaster. Und hier haben wir noch einen mechanischen Blaster, nämlich die Scavenger. Macht auch schon mal ziemlich viel Spaß zu benutzen. Das habe ich also ganz hoch gesetzt. Wenn der Blaster Spaß macht, dann kann man ihn auf jeden Fall empfehlen. Aber in dem Fall sieht er sogar aus wie ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Einfach nur irgendwie zusammengeklebt, zusammengetaped, irgendwas zusammengewürfelt, einpacken, fertig. Dann haben wir hier nochmal ein Zielvisier mit dran gebautem Magazin, das man dann schön austauschen kann. Wenn man also mehr Munition braucht, kann man da noch was zwischenlagern und eine Laufverlängerung. Die bringt jetzt leistungstechnisch nichts, aber dafür sieht es cool aus. Ist ja auch schon die halbe Miete. Aber mein Lieblingsteil in dem Ding ist die Schulterstütze. Die ist nämlich nicht nur
gut zu benutzen, man kann schön anlegen, hat für mich genau die richtige Länge, sondern man hat sogar nochmal einen extra Blaster drin, nicht wahr? Da hat man also gleich zwei Geschenke in einem. Der Blaster macht super viel Spaß zu benutzen. Und der hier sieht nicht nur cool aus, diese kleine Rostschleuder oder Rostramme. Irgendwie wollte ich mir noch einen Namen dafür ausdenken. Habt auch schöne Vorschläge gemacht. Das Teil ist sogar noch ziemlich gut. Man kann das so in einem Nerfbattle benutzen, weil es einfach ein guter Blaster ist. Zwei Schuss, leicht zu laden, die bessere Jolt. Mehr Umbaumöglichkeiten, mehr Spaß. Und das letzte Mal, als ich so ein Video gemacht habe, habe ich euch eine Retaliator empfohlen. Und das ist auch ein ziemlich guter Blaster. Man kann damit nämlich umbauen, man kann da relativ viel Munition reinmachen, man hat eine Schulterstütze, Laufverlängerung, alles, was man braucht. Hier haben wir jetzt allerdings die Delta Trooper und das ist praktisch eine bessere Retaliator. Deswegen kann ich absolut empfehlen, sich den Blaster nochmal anzugucken, wenn man die Retaliator mochte. Dann wird man diese Delta Trooper lieben. Okay, wir haben jetzt keinen extra Anbaugriff mit dran, aber dafür eine perfekt passende Schulterstütze, die wirklich also perfekt dazu passt. Nicht nur vom Aussehen her, sondern sie wackelt auch nicht. Man kann also super mit dem Blaster anlegen. Wir haben ein 12er Magazin. Ist so diese Standard-Magazingröße. Und eine Laufverlängerung. Die ist jetzt auch nicht besonders spektakulär, aber Laufverlängerung hat man nie wirklich unbedingt gebraucht bei Blastern. Bei dem sieht es einfach nur sehr gut aus. Man hat hier nochmal einen extra Griff, wenn man ihn braucht. Ich persönlich würde eigentlich empfehlen, mit dem Blaster so rumzulaufen. Damit hat man noch viel Spaß und das Schöne ist hier ja, wir haben einen Rapid-Fire-Modus. Wir können hier sehr schnell schießen und der Blaster hat 30 Meter Reichweite. Das ist großartig. Wenn wir so wollen, können wir nicht nur schön genau schießen, sondern auch sehr schnell. Und da hat man wirklich alles abgedeckt, auch für die Eltern. Wenn man nicht weiß, worauf das Kind steht, muss es ein mechanischer Blaster sein oder ein elektrischer Blaster, will er genau zielen üben oder will er ganz schnell schießen. Mit dem Blaster ist praktisch alles abgedeckt. Okay, er ist nicht elektrisch, aber er schießt so schnell, als wäre er elektrisch. Zusätzlich auch hier wieder die Umbaumöglichkeiten. Nochmal, falls das tatsächlich an die Eltern geht, es geht darum, dass man hier hinten diesen Pinörik hat, da kann man dann diese Schulterstützen austauschen und hier vorne nochmal den Pinörik, da kann man Laufverlängerung austauschen. Das heißt, wenn das Kind noch mehr solcher Blaster hat, wo man rumtauschen kann, kann man noch viel komischere Kombinationen machen. Dazu habe ich auch Videos gemacht. Also, wenn ihr da noch irgendwas zusammensuchen wollt, mit dem Blaster ist man sehr gut bedient. Und wenn wir schon dabei sind, kauft gefälligst mein Merch. Es ist jetzt die kalte Jahreszeit, da braucht man unbedingt einen Hoodie. Mit meinem Logo drauf. Also, wenn man jetzt nochmal da hinten guckt, man könnte hier praktisch jeden Blaster nochmal empfehlen. Ich zum Beispiel liebe ja die Alpha Hawk einfach nur, weil sie super handlich ist. Man hat einen gummierten Griff und die ist leicht. Aber es ist ein persönliches Ding. Ich stehe auf den Blaster. Ich persönlich stehe nicht auf die Infinus, aber es ist gar kein schlechter. Und deswegen ist es immer für euch auch wichtig, dass ihr selbst entscheidet, was wäre für mich das Beste. Aber was ich immer empfehlen kann, egal ob ihr drauf steht oder nicht, was ihr akzeptieren müsst, ist, der beste Blaster ist und bleibt die verdammte Disruptor. Denn wenn wir von Heiligabend sprechen, dann müssen wir auch die heilige Disruptor noch ein bisschen ehren. Denn dieser Blaster ist nicht nur großartig und handlich, er ist auch noch sehr leicht, man kann ihn super leicht bedienen. Jeder kann damit anfangen, wir haben 30 Meter Reichweite, mindestens, das garantiere ich. Zusätzlich nochmal ein sehr gutes Zielsystem und Rapid-Fire-Modus. Man kann ihn einfach in ein Holster stecken, wenn man sich das dazu kaufen möchte. Man kann hier oben noch was aufbauen als Zielvisier. Man kann sich das irgendwo ranhängen. Man kann diesen Blaster immer für alles benutzen. Ich habe mit dem Blaster als Hauptblaster mehr weggehauen als mit einer Regulator. Und die ist vollautomatisch. Und dieser Griff, noch so ein kleiner Tipp von mir, ist groß genug für Erwachsene. Also an alle Eltern, wenn das Kind schon so eine Riesensammlung mit Blastern hat und euch das ein bisschen zu viel wird und ihr meint, ihr seid bedroht, ihr werdet überrascht, was das Ding weghaut. Abgesehen davon kostet der Blaster auch nicht so viel. Ich habe ja Links zu einem Blaster in die Videobeschreibung getan. Ihr könnt ein bisschen durchgucken mit den Preisen. Aber ich würde auf jeden Fall diesen hier empfehlen. Einfach nur komplett günstig, immer zu gebrauchen. Macht Spaß. Letztes Jahr habe ich schon mal so ein Video gemacht, wo ich meinte, hier sind die ganzen Blaster, guckt sie euch durch, das könnt ihr euch zu Weihnachten wünschen. Dieses Jahr habe ich ja wieder eins gemacht und da habe ich ein paar Blaster weggelassen. Das heißt aber nicht, dass die Blaster schlecht sind. Nur weil es ein Jahr alt ist, ist das Video nicht weniger aktuell. Hier zum Beispiel die Regulator. Damals schon vorgestellt, ist immer noch ein absolutes Biest, ein Monster. Frisst sich durch die Gegner durch, macht super viel Spaß. Also wenn ihr nochmal durchgucken wollt, die Blaster vom letzten Jahr sind nicht schlechter, nur weil sie ein Jahr älter sind. Mit Ausnahme von der Retaliator. Die kann weg, die Delta Trooper ist besser. Das war es jetzt mit dieser Wunschliste. Allerdings könnt ihr nochmal einen Wunsch aufgeben für nächste Woche. Ich habe hier nämlich noch einen Blaster rumliegen. Die Ripchain. Hatte ich schon mal angeboten, ihr wolltet stattdessen dieses Video haben. So, Ripchain, Option Nummer 1. Ich habe hier wieder so eine Abstimmung. Aber Option Nummer 2, der Matze von der OVN Nerf Community, alter Haudegen, der coole Typ, der hat mir nämlich nochmal den Chrono Barrel und das Target Set aus dieser Ghost Ops Reihe rübergegeben. Wollten viele von euch sehen, habt auch hier wieder die Möglichkeit, euch das auszuwählen, weil Abstimmung. Wie dem auch sei, wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's weg und beißt euch durch, euer Magic Bieber. Ciao.